Jo moin, willkommen zu meinem neuesten Deckbilder. Ich habe hier ein Monsterdeck für euch. Mir fällt gerade auf. Es heißt Phönix Gabelschwanz. Das müsste ich nochmal umbenennen. Das waren die Karten, die mir beim ersten Mal erstellen gefehlt haben. Ich nenne es mal Konsumdeck. Es ist nämlich ein Monster-Konsumdeck. Ich fange einfach mal von unten nach oben an. Wir haben zweimal den Schleimling drin, einmal animiert, einmal nicht. Mit einer Stärke von 3. Damit können wir eine Bronze- oder Silbereinheit aus dem Friedhof verzehren und dann eine Kopie davon aus dem Deck ausspielen. Dreimal die Krabbspinnendrohne mit der Stärke von 3. Eine ausspielen, kommen alle aufs Feld aus dem Deck. Dann dreimal eine Harpie mit einer Stärke von 4. Die kommt aus dem, oder die ruft eine Kopie dieser Einheit herbei, wenn man eine verbündete Bestieneinheit zerstört. Man kann halt eine verzehren, dann kommt die Harpie aufs Feld. Dann dreimal der Necker mit einer Stärke von 4, verbessert sich halt für jedes Mal Verzehren um 1. Und bei Todeswunsch spielt man eine Kopie dieser Einheit aus dem Deck aus. Da hatte ich im ersten Spiel mit dem Deck irgendwie den Fehler, ich hatte den Necker in der ersten Runde mit einer Stärke von 12, glaube ich. War nicht geblockt, war alles normal, hatte zwei Necker im Deck. Dachte in der zweiten Runde, ja, hast du schön 12 Carryover. Nee, irgendwie nicht. Kam kein Necker aus dem Deck. Ich weiß nicht, was da für ein Fehler war. Auf jeden Fall hat das nicht so ganz funktioniert. Ich hoffe, jetzt gleich in dem Spiel klappt es. Dann haben wir dreimal die Kejano-Habie mit einer Stärke von 6, die zwei Harteneier generiert. Dreimal hier der Gabelschwanz, der hat mir dreimal noch gefehlt. Da gingen mir die Scraps aus. Er hat eine Stärke von 8. Damit kann man zwei verbündete Einheiten verzehren und der Gabelschwanz verbessert sich dann um die Stärke der Einheiten. Gut, zum Beispiel für die Kejano-Habien-Eier. Dann dreimal das Krabbspinnungetüm, Stärke 8. Ja, wenn man eine Einheit verzehrt, generiert man ein Krabbspinnjunges. Das wiederholt sich dreimal, das haben wir hier. Und eins davon ruft halt alle Krabbspinndrohnen herbei. Also daher möchten wir die Krabbspinndrohnen eigentlich nur im Deck haben, nicht auf der Hand. Dann geht es weiter mit den Silberkarten. Haben wir hier einmal schwarzes Blut. Da kann man auswählen zwischen der Provokation und dem Toxin. Ja, die Provokation erschafft eine Bronze- oder Silber-Nekrophagen- oder Vampireinheit. Und mit dem Toxin kann man eine Bronze- oder Silber-Nekrophagen- oder Vampireinheit zerstören. Eigentlich ist also Provokation das, worauf wir aus sind. Dann das Monsternest. Da haben wir hier eine größere Auswahl, was wir generieren können. Einer wird dann um 3 verbessert. Gute Möglichkeit wäre halt das Krabbspinnungetüm, wenn man noch mehrere Verzehrvorgänge vor sich hat, will ich es mal nennen. Und ja, das Krabbspinnungetüm nicht mehr drankommt. Dann den Aghul mit einer Stärke von 5. Damit kann man eine Bronze- oder Silbereinheit aus einem der Friedhöfe verzehren und dann wird der Aghul um die Stärke verbessert. Morwut, Stärke 5, kann man Block aktivieren und die Einheit dann, wenn es eine gegnerische ist, um die Hälfte schwächen. Der Krötenprinz, Stärke 6, man kann eine Einheit ziehen, und dann verzehrt man eine Einheit auf der Hand und der Krötenprinz verbessert sich um die Stärke der verzehrten Einheit. Da ist halt ein gutes Ziel der kaiserliche Manticore mit einer Stärke von 13. Dann kommen wir schon zu den Gold-Karten. Haben wir hier einmal den Phönix. Den habe ich mir als normale Karte gemacht und dachte mir, ich habe eh viel Meteoritenstaub, relativ viel. Und dann transportiere ich mir den mal, weil der sieht echt cool aus. Er hat eine Stärke von 5 und er kann eine Bronze- oder Silber-Drakoniden-Einheit auferstehen lassen. Also das, was unter dem Namen steht. Das wären in unserem Deck der Gabelschwanz oder der Schleimling. Dann haben wir hier einmal den Waldschrat. Mit einer Stärke von 5, der generiert 3 Wölfe. Ja, und wirkt Nebel in der gegenüberliegenden Reihe. Da könnte man noch den Nebling mit ins Deck tun. Ich habe es jetzt nicht, weil das Deck eh schon 30 Karten hat. Und das wäre dann halt eine weitere Karte, die man nicht auf der Hand haben möchte. Und an sich ist Waldschrat auch ohne den Nebling eine gute Karte. Aber wenn man das nicht möchte, dann kann man den natürlich auch austauschen. Dann Gerald Igni mit einer Stärke von 5. Man zerstört halt die stärkste Einheit in einer gegnerischen Reihe, wenn die Gesamtstärke mindestens 25 beträgt. Dann Regis, höherer Vampir mit einer Stärke von 6. Damit kann man sich bis zu 3 Bronzeinheiten aus dem gegnerischen Deck angucken. Eine dann auswählen und verzehren. Und Regis wird dann halt um die Basisstärke der Einheit verbessert. Und als Anführerkarte haben wir die Krabbspinnkönigin, eigentlich so der Unsichtbare von früher, nur dass er jetzt immun ist, mit einer Stärke von 7. Kann 3 verbündete Einheiten. Ja, verzehren. Die Krabbspinnkönigin wird dann um die Stärke der verzehrten Einheit verbessert und ist immun. Da ist es halt so, es kann nicht als Ziel genommen werden. Für, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel
Rambok oder so fällt mir jetzt direkt ein. Kann halt die Krabbspinnenkönige nicht auswählen, aber immun ist halt dann trotzdem noch so, wenn Verbrennen gespielt wird, dass sie zerstört werden kann. Ja, das ist so das Konsumdeck, was ich mir erstellt habe. Wie gesagt, es sind 30 Karten drin. Speichern wir mal ab. Und ich würde sagen, starten wir ein Spielchen damit. Beginnen die Schlacht. Mal sehen, gegen was wir für den Gegner spielen. Und ich bin gespannt, ob das mit dem Neckar diesmal klappt. Nicht, dass wir jetzt wieder, dass wieder so ein Fehler auftritt, irgendwie, dass er nicht aus dem Deck kommt. Ich weiß nicht, was das war, keine Ahnung. Dauert aber ganz schön lange hier. So, jetzt haben wir ihn gefunden. Wir spielen Für gegen Verräter gibt Emir, es nur eine Stufe 23, Strafe. Rang 17. So, was haben wir denn hier Schönes? Die eine Harpie wollen wir eigentlich schon mal nicht haben, die können wir wegtun. Morwood ist auch relativ gut. Den Manticore würde ich mal wegtun. Gabelschwanz brauchen wir so viel. Eigentlich nicht. So, lassen wir es so. Unser Gegner fängt an, startet mit Für Emir. Verräter Na, ja, gibt Sealach es und nur Emissaire. eine Strafe. Ja. Strafe eure Hände. Disziplin, die fehlt euch. Läuft. Ich würde erstmal eine Harpie spielen. Kraftspiel Ungetüm kann er halt leicht mit Sealach und dem Mörder zerstören. Das ist so ein bisschen problematisch. Jetzt kann er Mein das nicht Sohn. mehr tun. Wir haben also Augenblickliche eine Exzellenz, ich dezente, komme nicht mit. also ein dezent paar Emissären auf unserer Seite. Stellen wir mal die als Krabbspinnungetüm. Ja, da war's das damit. Das war's dann damit schon mal. Schade. Ich glaube, ich hau mal den Waldschrat einfach raus. Was? In die Belagerungsreihe auf den Imperavollstrecker hier. Liegen wir 17 Punkte hinten. Aber das sollten wir nicht mit einer Karte hinkriegen. Oder Krabbspinnenkönigin 7 Punkte. Hier, es wären 5, 10, 17. Das reicht ja dann schon an die zwei Harpien Kügni schlüpfen. Dann können wir noch einmal eine Harpie verzehren. Dann kommt ein Harpie aufs Feld. Veritrotum anima est, spes est. Augenblick bitte, Exzellenz. Ich komme nicht mit. Da sind die Eier schon mal weg, okay. Schlüpfen trotzdem die Harpienküken. Nee, jetzt halt abgelaufen, Mensch. 36 Punkte liegen wir hinten. Ich sehe nicht, wie wir das hinkriegen. Kriegen wir das irgendwie hin? Ich könnte. Ui, jetzt war falsch. Monsternest, dann Krabbspinnen Ungetüm, dann wären wir schon mal 11. 13 mit den 2 Schaden. Wären es noch 23. Ich glaube, das reicht trotzdem nicht, oder? 7. Die drei Bestien hier zerstören. Ah, doch, könnte eigentlich hinhauen. Ich mach's einfach mal. Wo ist es denn? Da. Ich hoffe mal, da hat er jetzt nichts gegen, um das zu zerstören.
Mir stehen alle Türen offen. So, dann spielen wir mal Krabbspinnkönigin. Den Wolf. Ja. Oh. Doch, hat gereicht. So haben wir auch ordentlich unser Deck ausgedünnt. Ja gut, dann hauen wir da die Karte mal weg. Morwut auf den Tempera Brigade hilft nicht ganz. Wenn wir eine Kelliano ab hier spielen mit dem Gabelschwanz, das verzehren. Sollte eigentlich hinhauen, falls er passen sollte. Das reicht auf jeden Fall. Ich spiele jetzt Cantarella anscheinend. Ich bin deine Augen, Herr. Ah, er macht den Abgang, okay. Ich könnte jetzt Morwut spielen auf die Brigade, also wenn er halt 12 Punkte, die er nochmal verliert, dann würde er eigentlich passen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn er nicht Neckar spiele, ob er dann auch passt. Ich glaube nicht, deshalb spiele ich mal Morwut. 19 Punkte vorne. Ich werde Sie gehorchen und Gewalt lehren. Egroto dum anima est, spes est. Ikubaro, Doktor, eine Shiny Nemisea. Zu Diensten. Ich muss jetzt mal Regel spielen, weil er hat nicht mehr viele Karten im Deck. Nicht, dass er gar keine Bronzekarten mehr hat. Spiele ich jetzt Regis mal und nehme den Eindringling. Jetzt ist leider auch unser Carryover mit dem einen Ei weg. Ich spiele nochmal einen Vekovaro Doktor. Ein Jammer, dass ich keine wieder Zeit nehme ich sehr. Ah. Wieder nochmal Schaden. Ich mal das schwarze Blut erschaffen ein. Könnte man Eindringling verzehren. Wenn es hier eine 3 Stärke ist, auch nicht so stark. Hiermit könnten wir einen Neckar ausspielen. Ich glaube. Der Necker hat Stärke 8. Ja, 12, das wären 14 und würde unseren Necker buffen. Somit hätten wir auch Carryover. Ich mach's, glaube ich, so. Mein Spielfeld ist langsam voll, Mensch. Den einfachen Leuten gilt meine Sorge. Passe ich jetzt? Er gewinnt 96 zu 95. Kaiserliche Mantik und Krötenprinz, okay. Machen wir den Neckar zurück ins Deck. Warum kommt da jetzt kein Neckar aufs Feld? Bin ich irgendwie blöd? Wieso kommt der nicht?
mach's mal so. Normalerweise muss der Neckar jetzt aufs Feld kommen, oder nicht? Erzähler Gewalt irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir das noch gebrauchen können. Ich glaube ja nicht. Krabbspielung mit Typen. Damit würde ich mal starten. Disziplin, die fehlt euch. So, Krötenprinz hat sie einen Gabelschwanz. Tu mal den Gabelschwanz, weiß ich nicht, ob wir den wirklich gebrauchen können, eigentlich nicht so wirklich. Wir haben hier halt noch die Möglichkeit, einen Gabelschwanz zu holen. Ich weiß nicht, wie das wegen dem Neckar ist. Bin ich da irgendwie, sehe ich einfach irgendwas nicht, oder? Was hat er jetzt gespielt? Aufis, okay. Ich habe den kaiserlichen Manticore. Hat er auch. Dann den Phönix, also den Gabelschwanz jetzt hier. Recht egal, was wir nehmen. So. Also. Ach, ich bin so blöd. Aber egal was wir. Also wir hätten den Phönix und hier die Krabbspindrohne verzehren sollen. An Gerald Igni habe ich jetzt natürlich wieder nicht gedacht. Ach, Kacke. Das hätten wir auch gewinnen können, weil Gerald Igni wäre tot gewesen eigentlich. Je nachdem, was er halt noch für eine Karte gehabt hätte. Ah, Mist, Mist. Auf jeden Fall mein Fehler jetzt. Hätte vielleicht auch reichen können, weil. Was hätte er noch gehabt? Ja. Hätte reichen können, dann hätte er was mit 20. Punkten spielen müssen. Beziehungsweise 21, um zu gewinnen. Ja, mein Fail auf jeden Fall. Mit dem Neckar, das ärgert mich so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob ich da gerade irgendwas nicht sehe oder so. Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Video seht. Wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein und ciao.